Ihr habt 1. Korinther Kapitel 7 gelesen, das heißt in Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Unzucht ist etwas, was wir vermeiden müssen. Warum? Weil Unzucht Sünde ist. Und der Titel meiner Predigt lautet, die Sünde der Unzucht. Die Sünde der Unzucht. Und eigentlich sollte das nichts Überraschendes sein, aber das ist eine Predigt, die besonders heutzutage gepredigt werden muss. Das ist eine Predigt, die unbedingt heutzutage gehalten werden muss. Denn Leute sind sich nicht dessen bewusst, dass Unzucht Sünde ist, geschweige denn, was Unzucht überhaupt bedeutet. Warum habe ich diese Verse gewählt? Weil wir hier eine eindeutige Definition für Unzucht finden. Schau dir nochmal Vers 2 an. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das heißt, was sollen wir tun, um Unzucht zu vermeiden? Wir sollen heiraten. Okay, also was ist dann das Gegenteil von Ehe, verheiratet sein, von der körperlichen Beziehung in der Ehe? Das ist dann Unzucht. Das ist Sex vor der Ehe. Also eine sehr einfach zu verstehende Definition für den Begriff Unzucht. Das ist ganz einfach Sex vor der Ehe. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Du hast natürlich nur deine eigene Frau bzw. deinen eigenen Mann, wenn du verheiratet bist. Sex vor der Ehe ist Unzucht, sagt die Bibel. Das müssen wir vermeiden, weil es Sünde ist. Und wenn es hier heißt, was aber das betrifft, wofür ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Nur kurz ein Kommentar dazu, das bedeutet nicht irgendwie, dass wir nicht eine Frau mit einem Handschlag begrüßen dürfen. Irgendwie, du böse, lüsterne Hand. Das ist nicht, was damit gemeint ist natürlich. Sondern wenn wir weiterlesen, das ist eindeutig in einem sexuellen Kontext. Okay. Und ich rede hier sehr offen, ich rede sehr direkt. Leute müssen diese Themen sehr direkt gepredigt hören heutzutage. In Zeiten, in denen es nicht mehr normal ist, dass Unzucht Sünde ist, dass Sex vor der Ehe verpönt ist, dass es dreckig ist, dass es als schmutzig angesehen wird, dass es Sünde ist. Leute müssen das verstehen, dass Unzucht Sünde ist. Aber wenn man die evangelische Kirche dazu fragt, was bekommt man für eine Antwort? Wenn man herausfinden möchte, vielleicht als Ungläubiger sich beschäftigt mit dem, was Christen dazu glauben, zum Thema Sex vor der Ehe, und auf die Seite der evangelischen Kirche geht, was findet man für Antworten? Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Auf der Seite der EKD. Kein Sex vor der Ehe, wird das von der evangelischen Kirche heute noch gefordert? Antwort, nein. Die evangelische Kirche freut sich über alle Paare, die beschließen, ihren Lebensweg zusammenzugehen und füreinander Verantwortung zu übernehmen, bla bla bla. Also laut der evangelischen Kirche ist Unzucht kein Problem mehr. Ist es heute noch, wird es heute noch gefordert, kein Sex vor der Ehe, dass man rein bleibt, dass man nicht sündigt? In diesem Bereich, dass man kein Unzüchtiger wird, dass man sich nicht wie eine Hure oder wie ein Hurer verhält? Nein, kein Problem. Hey, die evangelische Kirche freut sich über alle Paare, die beschließen, ihren Lebensweg zusammenzugehen und füreinander Verantwortung zu übernehmen. Was soll das überhaupt bedeuten? Dann weiteres Zitat von einer anderen evangelischen Seite. Es wird immer wieder versucht, biblisch zu begründen, dass Sex nur in einer Ehe erlaubt sei. Doch geht es in der Bibel lediglich darum, Beziehungen nicht zu zerstören. Und das schauen wir uns gleich an, was die Bibel wirklich zum Thema Unzucht sagt. Anderes Zitat. Die Bibel gibt an Begründungen für strenge Enthaltsamkeit wenig her. Gut, lass uns das prüfen, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Ob es das ist, was Christen heutzutage glauben sollten. Herr, als Christen glauben wir an die Bibel. Und die Bibel sagt, um aber Unzucht zu vermeiden, wir müssen es vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Was ist die Lösung? Ist die Lösung einfach, die Standards zu lockern? Nein, die Lösung ist, dass du heiratest, damit du keine Unzucht begehst, damit du nicht Sex vor der Ehe hast. Die Bibel gibt dann Begründung für strenge Enthaltsamkeit wenig her. Nun, ihr habt schon 1. Korinther 7, Vers 1 gelesen. Eindeutige Definition von Unzucht, dass wir es vermeiden sollen. Andere Verse. 1. Korinther 6, Vers 18. Ich lese dir jetzt einfach nur ein paar Verse vor, du musst das nicht alles mit aufschlagen. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr nicht euch selbst gehört?
1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Gott wird dich verderben, wenn du heute Unzucht begehst. Wenn du Sex vor der Ehe hast. Gott wird dich verderben. Gott wird dich richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und ich predige natürlich zu Christen. Und schau, diese Predigt richtet sich nicht gegen dich, wenn du in der Vergangenheit Unzucht begangen hast, aber davon umgekehrt bist und jetzt ein reines Leben lebst, dem Herrn dienst, vielleicht sogar verheiratet bist. Die Predigt richtet sich nicht gegen dich. Okay? Aber die Predigt richtet sich gegen Christen, ja, gegen Christen, müssen wir auch predigen, die jetzt in Unzucht leben, die nicht umgekehrt sind vor dieser Sünde. Diese Predigt richtet sich an dich als junger Mensch, der du noch nicht verheiratet bist, dass du Gottesfurcht bekommst und nicht diese Sünde begehst. Dass du realisierst als Christ, dass du nicht dir selbst gehörst, dass du dem Herrn gehörst und dass du nicht diese Sünde begehst. An dich richtet sich diese Predigt. Diese Predigt richtet sich an Eltern, die vielleicht nicht als fundamentale Baptisten aufgewachsen sind, die vielleicht später zum Glauben gekommen sind, die noch mehr lernen müssen. Denn jeder fängt natürlich irgendwann im Glauben an. Auch ältere Menschen, wenn die das später gerettet werden, sie sind Babys im Glauben. Das richtet sich an Eltern, die ihre Kinder lehren müssen, Gottesfurcht lehren müssen, es erstmal selbst lernen müssen. Wow, das sind die Standards der Bibel. Denn das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Du denkst dir vielleicht, als eifriger Baptist, ist doch selbstverständlich. Aber das ist nicht für jeden selbstverständlich. Ist es wirklich nicht. Und Eltern müssen ihre Kinder lehren, ihren Kindern Gottesfurcht beibringen, so gut es geht. Natürlich, man kann nicht einfach jemandem Gottesfurcht reinzwängen, sondern es ist etwas, was selbst kommen muss. Aber dazu brauchen wir eben Zurechtweisung auch von anderen. Wir brauchen harte Predigten. Diese Predigt richtet sich an dich, damit du dein Leben nicht zugrunde richtest. Damit Gott dein Leben nicht zugrunde richtet. Und glaube ja nicht, dass du als Christ nicht von dem Herrn zugrunde gerichtet werden kannst. Du kannst zugrunde gerichtet werden. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 10, Vers 18, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Das ist ein Beispiel aus dem Alten Testament. Denke nicht irgendwie, ach, das ist ja aus dem Alten Testament ein Beispiel. Das ist einfach nur so, natürlich ist Unzucht Sünde, wir sollen das nicht begehen, aber ich meine, Gott würde uns heutzutage nicht töten dafür. Ich meine, komm schon. Aber was haben wir gerade gelesen? Wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Gott kann nicht töten. Hebräer Kapitel 13, Vers 4. Die Unzüchtigen und Ehebrecher, aber wird Gott richten? Ja, aber was bedeutet Unzucht? Nun, das haben wir definiert, nicht wahr? Das ist Sex vor der Ehe. Das ist Geschlechtsverkehr zu haben, ohne verheiratet zu sein. Einfach mit jemandem zu schlafen. Mit mehreren wahrscheinlich. Denn Leute, die Unzucht begehen, die begehen das typischerweise wahrscheinlich nicht. Einfach nur einmal und dann ist vorbei. Und du denkst dir vielleicht, Anselm, du hast ja selbst gar keine Ahnung, denn wahrscheinlich hast du diese Sünde nie begangen. Korrekt, ich habe diese Sünde nie begangen. Und ich habe daher keine Erfahrung mit dieser Sünde. Keine Erfahrung. Ich habe als Jungfrau geheiratet. Und jetzt denk dir nicht irgendwie, ja, wie willst du dann darüber predigen, wenn du gar keine Erfahrung damit hast? Nun, gerade deshalb predige ich darüber, weil ich keine Erfahrung damit habe. Denn hätte ich Erfahrung damit gemacht, dann würde ich in der Versuchung stehen, die Standards zu lockern und vielleicht ein bisschen seichter zu predigen. Nicht das zu predigen, was die Bibel sagt, ungefiltert. Aber das, was du eben hören musst, der du diese Sünde vielleicht schon mal begangen hast und jetzt nämlich noch mehr in der Versuchung stehst, noch in größerer Gefahr stehst, es wieder zu tun. Wenn du einmal eine Sünde begangen hast, die du vorher nicht begangen hast, dann ist das nächste Mal die Chance größer, dass du sie wieder begehst. Also es gibt viele Verse. Ich habe dir einfach ein paar Beispiele aufgezeigt. Hey, Gott wird dich richten. Gott wird den Tempel Gottes, wird dich verderben, wenn du den Tempel Gottes verdirbst, deinen eigenen Körper durch Unzucht. Wir sollen die Unzucht fliehen. Gott hat 23.000 getötet, wegen Unzucht. Es gibt viele Verse dazu, aber die Bibel gibt dann Begründungen für strenge Enthaltsamkeit wenig her.
Die EKD sagt dagegen einfach nur, sie sagt nicht, hey, Gott würde dich richten. Hey, was für eine furchtbare Sünde. Hey, Gott kann dich töten deswegen. Gott kann dir das Licht ausknipsen, wenn du diese Sünde begehst. Das ist nicht, was sie sagen. Sie sagen einfach nur, naja, natürlich sollten wir verantwortungsvoll umgehen. Wir sollten verantwortungsvollen Umgang üben. Ist das verantwortungsvoll, Unzucht zu begehen? Ist das verantwortungsvoll, deinem Körper gegenüber, dir selbst gegenüber, insbesondere der anderen Person gegenüber? Ist das verantwortungsvoll? Nun, sicherlich würde die EKD nicht sagen, dass Prostitution verantwortungsvoll sei. Das würden sie sicherlich nicht sagen, aber Unzucht, das kann man verantwortungsvoll ausleben. Eine Sünde kann man verantwortungsvoll ausleben. Was für eine Schande von Kirche angeblicher. Aber lass mich dir was sagen. Unzucht ist noch verantwortungsloser. Unzucht ist in gewisser Weise sogar schlimmer als buchstäbliche Prostitution. Wenn du Unzucht begehst, dann bist du in gewisser Weise schlimmer als eine buchstäbliche Hure, schlimmer als eine buchstäbliche Prostituierte. Hesekiel Kapitel 16, Vers 28. Du schlägst Hesekiel Kapitel 16 auf und ich lese schon mal vor Vers 28. Hesekiel Kapitel 16, ich lese vor Vers 28. Da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. Da triebst du noch mehr Hurerei bis hin zu dem Händlerland Chaldea. Aber auch da wurdest du nicht satt. Schau dir Vers 30 an, Hesekiel Kapitel 16, Vers 30. Wie schmachtete dein Herz, spricht Gott, der Herr, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibs, dass du deine Götzenkapellen an jeder Weggabelung bautest und deine Höhen an jeder Straße machtest. Nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Also er sagt, hey, du unterscheidest dich von anderen Huren im Grunde genommen nur dadurch, dass du den Hurenlohn verschmähst, dass du kein Geld für deinen Dienste annimmst. Lass uns weiterlesen. O du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes. Sonst gibt man allen Huren Lohn, du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und mit dir Hurerei treiben. Es geht bei dir in der Hurerei umgekehrt wie bei anderen Frauen. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben. Denn da du Hurenlohn gibst, dir aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Also, was sagt uns die Bibel hier? Eine Hure bekommt zumindest Geld. Die typische Hure da draußen, wir sprechen von einer buchstäblichen Prostituierten, die typische Hure da draußen, sie macht das für Geld. Sie macht das sozusagen als ihren Beruf, wenn man das unbedingt so bezeichnen will. Sie macht das für Geld. Sie bekommt zumindest etwas dafür. Aber Gott sagt zu Israel, das ist natürlich symbolisch hier gemeint, es geht um Götzendienst und so weiter, aber wenn die Bibel von Unzucht und Ehebruch in einem symbolischen Sinne spricht, in Bezug auf Götzendienst, es ist nie nur in einem symbolischen Sinne gemeint, sondern Israel und Juda haben auch buchstäblich viel Unzucht getrieben, auch buchstäblich viel Ehebruch getrieben. Es hat immer eine doppelte Bedeutung. Und ja, es geht hier um eine ehebrecherische Frau, symbolisch bezogen, ja. Aber was ist das Prinzip? Ich will dir das Prinzip erklären aus diesen Versen. Wenn du Unzucht begehst, dann unterscheidest du dich von einer Hure nur darin, dass du kein Geld dafür annimmst, dass du es freiwillig machst. Und was sagt uns die Bibel hier? Hey, wenn du Unzucht begehst, dann bist du nicht wie eine Hure. Du bist schlimmer als eine Hure. Was du machst, ist schlimmer als buchstäbliche Prostitution. Und wenn du dir denkst, Anselm, das ist nicht die richtige Interpretation, dann sag mir, was die richtige Interpretation ist. Aber es ist die richtige Interpretation. Lass uns den Text nochmal lesen. Schau dir Hesekiel Kapitel 16, Vers 32 an. O du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt, anstatt ihres Ehemannes. Sonst gibt man allen Huren Lohn. Du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. Es geht bei dir in der Hurerei umgekehrt wie bei anderen Frauen. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben, denn da du Hurenlohn gibst,
dir aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Und schau dir besonders nochmal Vers 31 an. Nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Also stell dir selbst die Frage, geht es dir darum, dass eine unzüchtige oder sogar eine ehebrecherische Frau, dass sie genauso ist wie eine Hure? Nein, denn die Bibel sagt uns hier eindeutig, nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Also du bist nicht genauso wie eine Hure. Nun, bedeutet das, dass eine unzüchtige oder ehebrecherische Frau, dass sie besser ist als eine Hure, dass sie besser dasteht? Stell dir die Frage. Lass uns die richtige Interpretation finden. Ist sie besser als eine buchstäbliche Prostituierte? Nun, wenn wir den Text hier lesen, das klingt sehr negativ. Schau, hier heißt es, nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Also, was will uns Gott wohl damit sagen? Hey, du bist so dumm, du hast noch nicht mal den Hurenlohn angenommen. Du lässt dich noch nicht mal dafür bezahlen. Sonst gibt man allen Hurenlohn. Du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. Ist das besser als eine Hure oder ist es nicht viel mehr schlechter als eine Hure? Schlimmer als eine buchstäbliche Prostituierte? Es geht bei dir in der Hurerei umgekehrt wie bei anderen Frauen. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben. Schau, bei Prostituierten ist zumindest so, dass Männer zu ihr kommen und ihr was geben. Es von ihr wollen. Bei dir ist es schlimmer. Du stellst andere nach, um Hurerei zu treiben. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben. Denn da du Hurenlohn gibst, dir aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Was sagt uns die Bibel hier? Wenn du in Ehebruch lebst, was natürlich noch schlimmer ist als Unzucht, aber der Titel meiner Predigt ist die Sünde der Unzucht. Es geht um Unzucht. Und mir geht es um das Prinzip, dass wir daraus lernen. Wenn du deinen Körper hingibst in Unzucht, natürlich spreche ich jetzt zu Frauen hauptsächlich. Und ja, wir kommen auch auf Männer zu sprechen. Ja. Wenn du deinen Körper in Unzucht hingibst, ohne etwas dafür zu verlangen, Gott sagt im Grunde genommen, hey, wie dumm bist du eigentlich? Das ist schlimmer als eine Hure. Denn einer Hure gibt man zumindest den Hurenlohn. Aber bei dir ist es andersrum. Bei dir ist es umgekehrt. Du gibst dich einfach so hin. Du gibst dich einfach so weg. Du verschmähst den Hurenlohn. Wie dumm bist du? Du bist dümmer als eine buchstäbliche Prostituierte, denn sie bekommt zumindest etwas dafür. Lass mich dir so erklären. Falls du noch nicht ganz verstehst, warum Unzucht, warum dein Körper hinzugeben, einfach ohne etwas dafür zu verlangen, warum das sogar schlimmer ist als Hurerei. Lass mich dir so erklären. Eine Hure, eine buchstäbliche Hure, eine Prostituierte, die kann zumindest sich was zu essen kaufen von ihrem Beruf, von den Diensten, die sie leistet. Sie kann sich zumindest was zu essen kaufen. Sie bekommt zumindest Geld dafür. Sie bekommt etwas zurück. Aber wenn du einfach so dich hingibst in Unzucht und deinem Freund nachläufst, und ihm nachtrauerst und unbedingt weiter mit ihm Unzucht machen willst, ihn vielleicht sogar beschenkst, wenn du in einer unzüchtigen Beziehung lebst und für deinen Freund vielleicht sogar etwas kochst oder ihm etwas zum Geburtstag schenkst, du bekommst nichts zurück. Weißt du, das Einzige, was du dafür bekommst, für deine Unzucht, du Unzüchtige, das Einzige, was du dafür bekommst, ist Verderben vom Herrn, Zucht vom Herrn. Das Einzige, was du dafür bekommst, sind Krankheiten vielleicht. Das Einzige, was du davon bekommst, ist Trauer. Die Hure, die buchstäbliche Prostituierte, sie weiß zumindest, dass sie das ganz einfach für Geld macht. Sie weiß zumindest, okay, das ist einfach der Beruf, den ich ausübe, wenn man es unbedingt so bezeichnen will. Aber du als unzüchtige Frau, du willst Liebe, bekommst aber keine Liebe. Du bekommst gar nichts, du bekommst nur Negatives, du bekommst nur Strafe, du bekommst nur Verderben, du bekommst nur irgendwann Krankheiten von deiner Unzucht. Die Hure ist schlauer als du. Eine buchstäbliche Prostituierte macht es besser als du, du Unzüchtige oder noch schlimmer Ehebrecherin. Aber wie gesagt, das Thema meiner Predigt ist Unzucht und ich will dir das Prinzip aus diesen Versen zeigen. Hey, die Hure
Die nimmt den Hurenlohn an zumindest. Du verschmähst den Hurenlohn, du gibst dich einfach so weg. Wie dumm bist du? Du bekommst gar nichts. Schau dir Hesekiel Kapitel 16, Vers 30 an. Interessanter Vers. Wie schmachtete dein Herz, spricht Gott, der Herr, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibs. Wie schmachtete dein Herz? Schmachten im Sinne von zum einen Gefühle. Man kann schmachten nach Liebe, könnte man natürlich sagen. Aber man kann natürlich auch schmachten nach Essen, unterernährt sein. Ich denke, worum es hier geht, ist, ein schwaches Herz zu haben. Ein Herz, das sich einfach so anderen hingibt. Ein Herz, das keinen starken Willen hat. Und warum ich das sage, ist, das Herz in der Bibel ist der Sitz der Gedanken. Das Herz, typischerweise in der Bibel, ist das Herz der Sitz der Gedanken, nicht unbedingt der Gefühle. Die Gefühle in der Bibel spielen sich symbolisch eher in den Eingeweiden, im Bauch ab. Warum ist das so? Ganz einfach zu verstehen. Auch im Deutschen sagen wir Schmetterlinge im Bauch. Warum sagen wir nicht Schmetterlinge im Herz? Nun, weil man Gefühle typischerweise wo spürt? In den Eingeweiden, in der Bauchregion. Man hat Schmetterlinge im Bauch zum Beispiel, nicht wahr? Aber gleichzeitig nutzen wir auch im Deutschen eben auch das Herz als den Sitz der Gefühle. Okay, also auch im Deutschen nutzen wir verschiedene Regionen unseres Körpers für Gefühle. Und das ist nicht so typisch, dass wir unsere Eingeweide als den Sitz der Gefühle nutzen. Das ist aber das, was die Bibel macht. Und typischerweise in der Bibel wird dagegen das Herz, nicht der Kopf, sondern das Herz als der symbolische Sitz der Gedanken genommen. Okay. Also, wie schmachtete dein Herz? Ich denke, es geht hier um zweierlei Dinge. Zum einen, wenn du Unzucht begehst, wie schwach ist dein Herz? Wie schwach sind deine Gedanken? Denn wieder, das Herz ist typischerweise der symbolische Sitz der Gedanken in der Bibel. Nicht in jedem Fall, aber typischerweise. Wie schwach sind deine Gedanken? Wie schwach ist dein Wille? Kannst du nicht deine Gedanken beisammen halten? Wie schwach bist du, dass du einfach so Ja sagst? Dass du nicht Nein sagst? Und sagst, nein, will ich nicht. Nein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Christ. Ich begehe diese Sünde nicht. Wenn jemand was von dir will. Und was ist die andere Bedeutung davon? Wie schwach ist dein Herz, dass du einfach nur die Erfüllung darin suchst, Unzucht zu begehen? Dein Herz schmachtet nach Liebe und du bekommst aber keine Liebe von Unzucht. Und dazu komme ich noch. Schau, als Frau solltest du, als junge Frau besonders, solltest du daran arbeiten, ein starkes Herz zu entwickeln. Und das ist ein Tipp an dich als junge Frau. Sei nicht diese Frau, wo Gott sagt, wie schwach ist dein Herz. Dass du dich einfach so hinreißen lässt zur Unzucht. Dass du nicht Nein sagen kannst. Wie schwach ist dein Wille. Schau, Frauen sind schwächer als Männer. Natürlich. Die Bibel sagt, dass sie das schwächere Gefäß sind. Und das ist gut so. Das ist schön so. Je krasser der Unterschied zwischen Mann und Frau, desto besser ist es in der Ehe. Aber das heißt nicht, dass Frauen einfach so an und für sich schwach sein sollen, komplett schwach. Sie sind schwächer als Männer. Natürlich, eine Frau ist im Vergleich zu einem Mann schwach, aber sie sollte nicht, du solltest als Frau daran arbeiten, gemessen an anderen Frauen, das ist vielleicht nicht gut ausgedrückt, aber in einem weiblichen Kontext Stärke zu haben. Okay, und was meine ich damit? Du solltest konkret die Stärke haben, Nein zu sagen. Du solltest daran arbeiten, nicht diesen schwachen Willen zu haben, der nicht Nein sagen kann. Du solltest daran arbeiten, dass du nicht die ganze Zeit dich nur darauf fokussierst, ich will heiraten, ich will unbedingt endlich eine Beziehung haben oder so, sondern dass dein Herz stark wird und du in den Wegen des Herrn wandelst und damit zufrieden bist und darin Erfüllung suchst, dass du dich nicht hinreißen lässt. Habe kein schwaches Herz, das sich einfach so manipulieren lässt.
Und natürlich, Frauen sind schwächer als Männer und Gott hat das so geschaffen. Und das ist schön und gut so. Aber das heißt nicht, dass du einfach so schwach sein sollst, dass jeder dich einfach so manipulieren kann. Dass du einfach keinen eigenen Willen hast. Nein, arbeite daran als Frau, in einem weiblichen Kontext ein starkes Herz zu haben. Dass du Nein sagen kannst. Du suchst nach Liebe, aber findest Liebe nicht in Unzucht, in einer unzüchtigen Beziehung. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Sünde ist nicht Liebe. Sünde ist nicht Liebe. Galater 5, Vers 14 sagt, du schlägst 2. Samuel, Kapitel 13 auf. 2. Samuel, Kapitel 13. Ich lese dir vor aus Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schau, der Typ, der mit dir schläft, mit dem du in einer unzüchtigen Beziehung bist, der liebt dich nicht. Er liebt dich nicht. Denn wenn er dich lieben würde, dann würde er sich auch daran halten, was die Bibel sagt, keine Unzucht zu begehen. Und er würde dich heiraten wollen. Sünde ist nicht Liebe. Du suchst Liebe, dein Herz ist so schwach. Du kannst nicht Nein sagen. Du kannst nicht zufrieden sein, damit dem Herrn zu dienen, zur Kirche zu gehen. Und schau, natürlich wollen wir heiraten. Die meisten Menschen wollen heiraten. Männer wollen heiraten, Frauen wollen heiraten. Und besonders Frauen denken natürlich daran, sie wollen Kinder haben, sie wollen den Haushalt führen, denn das ist, wozu Gott sie geschaffen hat. Also ja, natürlich ist das erfüllend für eine Frau. Aber als Christen können wir auch, ohne dass wir verheiratet sind, dem Herrn dienen. Das ist, was ich damit meine. Und darin Erfüllung finden. Und du tust dir selbst nicht gut damit, wenn du nur auf diesen Gedanken verharrst, ich will endlich heiraten, ich will endlich eine Beziehung haben. Dein Herz ist dann schwach. Okay. Stark bist du, indem du im Geist wandelst. Aber wenn dein Herz schwach ist, dann wirst du nicht das finden, was du willst. Du wirst nicht heiraten, sondern du wirst dich zur Unzucht vielleicht hinziehen lassen. Aber Sünde ist nicht Liebe. Du bekommst nicht das, wonach du suchst. Hebräer 13, Vers 5 sagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und im Vers davor heißt es nämlich, dass die Ehe heilig ist, dass das Ehebett unbefleckt ist. Okay, also Gott sieht Geschlechtsverkehr in der Ehe als rein an, als heilig. Es ist unbefleckt. Aber Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten, haben wir schon am Anfang dieser Predigt gelesen, Hebräer 13, Vers 4. Okay, dann heißt es in Vers 5, das hängt nämlich zusammen, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Wo ist der Zusammenhang? Weil Unzüchtige und Ehebrecher habgierig sind. Sie sind neidisch. Sie wollen das haben, was ihnen nicht zusteht. Und lass mich dir was erklären. Du hast buchstäblich kein Recht auf Geschlechtsverkehr, wenn du nicht verheiratet bist. Erst wenn du verheiratet bist, hast du ein Recht darauf. Ansonsten hast du vorher kein Recht darauf. Es ist dir verboten. Es ist dir versagt. Du darfst es nicht. Wow, Überraschung. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Wo ist der Zusammenhang? Sei nicht neidisch, sei nicht habgierig. Sei zufrieden mit dem, was du jetzt hast. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Schau, und das ist echte Liebe. Denn was haben wir im Vers davor gelesen? Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Dagegen die Ehe und das Ehebett, das ist rein, das ist unbefleckt. Das ist echte Liebe. Wenn man verheiratet ist, das heißt, zusammen bleibt, bis dass der Tod uns scheidet, genauso wie Christus sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist echte Liebe. Das ist, was du wirklich willst. Das, was du wirklich brauchst, heiraten. Und das ist die Lösung für Unzucht, heiraten. Aber auch, wenn du vielleicht denkst, das zieht sich noch lange hin und wann werde ich heiraten? Hey, habe kein schwaches Herz, arbeite an einem
starken Herz, wandle im Geist. Arbeite daran, einen starken Willen zu bekommen, dass du nicht einfach Ja sagst, sondern dass du Nein sagen kannst. Dass du auch zu deinem eigenen Fleisch Nein sagst. Lass mich dir was verraten. Niemand zwingt dich dazu, Unzucht zu begehen. Niemand zwingt dich dazu, Unzucht zu begehen. Wenn du Unzucht begehst, deine Entscheidung. Wenn du dich richten lassen willst, deine Entscheidung. Du bist das Problem. Niemand zwingt dich dazu. Du hast immer die Chance, Nein zu sagen zu deinem eigenen Fleisch. Ich meine, was wäre, wenn ich dir sage, dass du nicht deinen fleischlichen Begierden nachgehen musst, sondern dass es deine eigene Entscheidung ist? Also arbeite an einem starken Willen. Vielleicht ist es das, was dir fehlt. 2. Samuel 13, Vers 10, da heißt es, da sprach Amnon zu Tamar, bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hineinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, komm her, lege bei mir meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel, begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin, und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber, rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen, Verzeihung. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Also natürlich geht es hier um Vergewaltigung. Ja, das lässt sich nicht mit Unzucht vergleichen, Überraschung. Das ist noch schlimmer. Aber lass mich dir zeigen, warum ich das vorlese. Es heißt ja nämlich im nächsten Vers, danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr, mach dich auf und davon. Schau, auch wenn es hier um Vergewaltigung konkret geht, das Prinzip, das ich dir daraus lernen möchte, ist, dass der Typ, der einfach nur auf deinen Körper steht, der einfach nur von dir Sex haben will, der dich nicht liebt als Person, er wird dich letzten Endes verabscheuen. Er wird dich vielleicht sogar hassen. Denn rate mal was, wenn du dich einfach so hingibst, deinen Körper einfach so hingibst, du machst dich billig dadurch. Du machst dich wie eine Hure. Aber nicht wie eine Hure, sondern schlimmer als eine Hure. Denn eine Hure bezahlt man zumindest. Eine Hure weiß zumindest, dass sie noch ein bisschen was wert ist. Aber du denkst, dass du gar nichts wert bist und gibst dich kostenlos weg. Schlimmer als eine Hure. Kostenlos gibst du dich weg. Ist deine Überraschung, dass der Typ, der einfach nur an deinem Körper interessiert ist, dich einfach wegwirft? Du warst sowieso kostenlos. Er hat nichts für dich bezahlt. Also kann er dich auch genauso gut wegwerfen. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nicht, dass es anständig ist. Aber rate mal was, das kann die Folge davon sein. Wow, Überraschung. Wenn du dich kostenlos machst, dich wertlos machst, indem du dich hingibst in Unzucht, dann erwarte nicht, dass du als wertvoll behandelt wirst, sondern du wirst als kostenlos behandelt. Wie etwas, was man kostenlos bekommt, ja, weg damit. Ich suche mir was Neues. Und der Typ wird sich vielleicht sogar denken, mit dem du schläfst, eigentlich ist es eklig, das ist verabscheuungswürdig, so kostenlos, so billig, und wird vielleicht sogar Hass empfinden. Du bekommst sogar das Gegenteil von Liebe. Das, was du bekommen kannst, wenn du Unzucht begehst. Und nochmals, ich weiß, dass es hier an der Stelle konkret um Vergewaltigung geht. Aber mir geht es um das Prinzip. Okay? Um das Prinzip geht es mir. Tamar wurde traurigerweise vergewaltigt. Das ist eine furchtbare Geschichte. Okay? Es geht mir nicht um Tamar, sondern es geht mir um Amnon. Das möchte ich nochmal klarstellen. Es geht mir um Amnon. Der einfach nur natürlich an ihrem Körper interessiert war. Er war nicht an ihr interessiert, sondern nur an ihrem Körper. Mir geht es um das Prinzip dahinter. Das Prinzip ist, dass der Typ, der einfach nur an deinem Körper interessiert ist, der interessiert sich nicht für dich als Person. Der sieht dich als billig an. Und er wird vielleicht sogar Hass auf dich entwickeln. Denn das ist keine Liebe. Und wir sehen ein ähnliches Prinzip in der Stelle, was ich dir aus Hesekiel Kapitel 16 vorgelesen habe. Gott hat dann all die Völker, mit denen sie Hurerei getrieben haben, er hat sie dann gegen
Israel und Juda gebracht. Und was sehen wir da eben? Die Leute, denen Israel nachgehurt ist, diese Leute, die haben sich gegen sie gerichtet. Also wieder, Hass ist die Folge. Sünde ist nicht Liebe. Sünde führt zu Hass, Sünde führt zu Verderben, Sünde kann zum Tod führen. Ich möchte dir einfach ein paar Beispiele aus der Bibel zeigen, dass Sünde nicht Liebe ist, dass Unzucht nicht Liebe ist. Richter Kapitel 16, Vers 4. Richter Kapitel 16. Da heißt es in Vers 4, danach aber gewann er eine Frau, lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Es geht um Simson. Richter Kapitel 16, Vers 5, da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Also Richter Kapitel 16 ist das, es geht um Simson, der ein Problem hatte mit Frauen offensichtlich, der Hurerei getrieben hat, der einfach eine Frau liebgewann. Ist natürlich nicht wirklich, dass er sie liebgewann. Schau, nur weil jemand sagt, ja, ich liebe dich, das heißt nicht wirklich, dass er dich liebt. Okay, es gibt Leute, die verstehen was anderes darunter. Und Simson hatte ein Problem in diesem Bereich. Ich meine, Simson war natürlich in vieler Hinsicht auch ein großer Mann Gottes. Er hat Großes für den Herrn erreicht, er war ein Nazirer von Geburt an. Alles schon gut, aber er hatte dieses eine Problem mit Frauen, nicht wahr? Was ist das sofort der nächste Vers, nachdem es heißt, dass er eine Frau lieb gewann am Bach Sorek, die hieß Delila? Was ist das nächste, was wir lesen? War das wirklich Liebe, was zwischen den beiden herrschte? Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Schau, die Frau, die zu dir als Mann sagt, oh, du bist so toll und oh, ich liebe dich, du bist so toll. Vielleicht wird sie von irgendwelchen Leuten 1100 Silberlinge annehmen als Bestechungsgeld, damit sie dich um die Ecke bringt. Weil irgendwelche anderen Leute dich hassen. Lass dich nicht beeinflussen von der hurerischen Frau, die dir tolle Dinge vorredet. Oh, du bist so toll, du bist so stark, Simson. Oh, ich liebe dich. Lass dich nicht verführen von der Verführerin mit der glatten Zunge, deren Wege dem Totenreich, der Hölle entgegengehen. Sei nicht so dumm und lass dich verführen von einer Frau, die einfach nur wahrscheinlich Geld vielleicht von dir haben will. Aber sie liebt dich so sehr, nicht wahr? Nein, sie liebt dich nicht. Delila hat Samson nicht geliebt. Richter Kapitel 16, da ist in Vers 15, springen ein paar Verse runter, in Vers 15, da heißt es, da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz auch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Aber du liebst mich doch, Samson. Nur wie kannst du sagen, du hast mich lieb? Wenn du mir nicht verrätst, worin deine große Kraft besteht, damit ich dich an die Philister verraten kann, weil die mir 1100 Silberlinge gegeben haben, damit sie dich töten. Liebe, nicht wahr? Schau, Unzucht ist keine Liebe. Unzucht ist Hass, letzten Endes, gegenüber einer anderen Person. Du verachtest damit die Person, mit der du schläfst, und du verachtest dich selbst. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und ihn in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Starke Männer wie Simson werden schwach gemacht von hurerischen, von billigen Frauen. Wenn du auf die Verführerin eingehst, wie schwach ist dein Herz als Mann? Ich meine, ich dachte, du hast als Mann einen stärkeren Willen als Frauen. Solltest du? Wie schwach bist du, dass du dich hinreißen lässt zur Unzucht? Dass du dich verführen lässt von irgendeiner billigen Frau, die dir irgendwas vorsäuselt? Sei nicht so schwach, dass du einfach deinem Ego nachläufst. Denn das ist, was es ist. Wie kann es eine Frau schaffen, dich zu verführen? Zur Unzucht oder sogar zu Ehebruch? Indem sie auf dein Ego eingeht.
Aber du bist so toll, du bist so stark. Das ist eine billige Frau, von der du dich fernhalten musst. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, wir sind in Richter Kapitel 16, das ist Vers 17, da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nazäräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Er verrät ihr einfach, das ist mein Geheimnis. Er wurde schwach gemacht von ihr. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 7, dass viele starke Männer von der hurerischen, von der verführerischen Frau getötet wurden. Viele starke Männer hat die hurerische Frau getötet. Starke Männer werden schwach gemacht durch eine billige Frau, die sie verführt. Die Endgültigkeit der Unzucht. Nun, wir haben schon ein paar Verse am Anfang der Predigt gesehen, dass 23.000 starben. Das war in 1. Korinther 10, Vers 18, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Es fielen an einem Tag 23.000. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Gott wird dich verderben, wenn du den Tempel Gottes verdirbst. Deinen Leib, in dem der Heilige Geist wohnt. Die Endgültigkeit der Unzucht. Unzucht kann endgültige, finale Folgen für dein Leben haben. Jakobus Kapitel 1, Vers 13, du schlägst Sprüche Kapitel 7, Vers 24 auf. Sprüche Kapitel 7, Vers 24, ich lese dir vor aus Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und das heißt nicht, dass Unzucht, das ist nicht, was ich damit sagen will, dass Unzucht den Tod verdient hat im Sinne von Todesstrafe. Okay. Ehebruch ist ein Kapitalverbrechen. Ehebruch sollte mit dem Tod bestraft werden. Ja, auch in 2024 sollte jeder Ehebrecher mit dem Tod bestraft werden. Es gibt Ehebruch. Das ist keine Affäre, du schmutziger Hund. Das ist Ehebruch. Unzucht ist nicht unbedingt viel besser. Das kann zum Tod führen. Das heißt nicht, dass ein Staat die Todesstrafe verhängen soll für Unzucht. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Aber lass mich dir was verraten. Nur weil die Bibel für eine Sünde nicht unbedingt die Todesstrafe vorschreibt, das heißt nicht, dass Gott dich nicht töten kann für diese Sünde. Gott kann dich verderben, bis du stirbst, wenn du nicht umkehren willst von deiner Unzucht. Du schmutziger, unzüchtiger, dreckiger Drecksack, der mit einer jungen Frau schläft, eine Beziehung führt mit einer jungen Frau, sich aber nicht für sie persönlich interessiert. Denn das, was du machst, und belüg dich nicht selbst, belüge mich nicht, du interessierst dich für diese junge Frau überhaupt nicht. Wie schmutzig ist das, wie ekelhaft ist das von dir, einfach so mit ihr zu schlafen? Einfach so sie auszunutzen? Schäm dich was! Gott wird dich richten. Gott kann dich töten. Willst du getötet werden? Die Endgültigkeit der Unzucht, Sünde, kann immer zum Tod führen. Sprüche 7, Vers 24, da heißt es, so hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, sprich zur Hölle, das ist, was die Bibel damit meint, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Warum verwendet die Bibel so eine krasse Sprache? Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Nun, wenn du Unzucht begehst, das Ding ist, die Leute, die Unzucht begehen, die machen das höchstwahrscheinlich nicht nur ein einziges Mal. Ist nicht bei jedem so. Aber wenn du, wie gesagt, schon einmal eine Sünde begangen hast, ist das nächste Mal leichter, diese Sünde nochmal zu begehen. Das nächste Mal ist es noch leichter. Das nächste Mal noch leichter. Du richtest dich selbst zugrunde. Und besonders bei Unzucht kannst du dir Geschlechtskrankheiten einfangen. Besonders wenn du mit buchstäblichen Huren, Prostituierten schläfst. Und glaube ja nicht, dass es irgendwie so eine seltene Sache ist. Kennst du überhaupt jemanden, Anselm? Irgendeinen jungen Menschen,
der mit Prostituierten umgeht? Ja, kenne ich. Kenne ich buchstäblich. Willst du sterben? Willst du dir Geschlechtskrankheiten einfangen? Willst du im Tod enden? Einfach nur, weil du nicht Nein sagen kannst? Einfach nur, weil du dich unter Kontrolle hast? Sprüche Kapitel 5. Gern ein bisschen zurück zu Sprüche Kapitel 5. Da ist es ab Vers 1. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Den Pfad des Lebens erweckt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Nun, viele Verse in den Sprüchen richten sich hauptsächlich gegen junge Männer. Seine Warnung an junge Männer, sich nicht einzulassen auf die verführerische Frau. Denn Unzucht ist eine Sünde, zu der wahrscheinlich am ehesten Männer neigen, dass sie eine Frau verführen. Oder dass sie sich verführen lassen von einer Frau. Männer haben eher ein Problem in diesem Bereich als Frauen. Das heißt nicht, dass für Frauen nicht auch ein Problem ist. Und was wir hier lernen, ist zum einen über den jungen Mann. Er soll sich fernhalten von ihrem Weg. Bleibe fern von ihrem Haus. Lass dich nicht verführen. Wir lernen hier aber auch über die hurische Frau, dass sie eine unsichere Bahn geht, die sie selbst nicht kennt. Was können wir daraus lernen? Was ist das Prinzip, das wir daraus lernen? Unzucht zu begehen, Hurerei zu begehen, das ist eine unsichere Bahn. Du denkst, ja, ist doch nichts. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Spaß haben. Du gehst eine unsichere Bahn. Du weißt nicht, wohin dein Weg führt. Dein Weg kann zum Tod führen. Und nun hört auf mich, Vers 7, ihr Söhne, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen. Besonders deine jungen Jahre. Opfere nicht deine jungen Jahre für eine hurerische Frau. Vielleicht sogar für eine buchstäbliche Hure. Für eine Prostituierte. Damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du dich nicht abmühen musst für das Haus eines anderen. Worum geht es hier? Wenn du Unzucht treibst und dabei ein Kind entsteht, dann musst du Unterhalt zahlen. Du machst dich arm dadurch. Du musst Unterhalt zahlen. Du musst dich abmühen für das Haus eines anderen. Und dein Leben geht den Bach runter. Damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und Leben hinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Sei nicht dieser idiotische junge Mann, der nicht hört auf die Stimme seiner Lehrer, der nicht hört auf harte Predigten, der den Herrn nicht fürchten will, der es unbedingt ausprobieren will und eine unsichere Bahn geht, die er selbst nicht kennt. Sei nicht der junge Mann, der letztendlich endet und sagt, ich habe alles missachtet. Ich hätte die Chance gehabt, ein gutes Leben zu führen, aber hier bin ich, zahle Unterhalt für einen Haufen Kinder, die ich in Unzucht gezeugt habe. Mein Leben ist zugrunde gegangen. Ich bin der letzte Loser. Ich habe Krankheiten. Ich fühle mich schlecht. Bis du vielleicht sogar stirbst. Sprüche 5, Vers 20, da heißt es, warum aber, mein Sohn, sollst du von einer Verführerin entzückt sein? Spring runter zu Vers 20. Und den Busen einer Fremden umarmen. Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Du denkst dir, ich will's trotzdem versuchen. Ich will frei sein. Ich will mir nicht diese Regeln aufzwängen lassen. Ich mach's lieber wie die evangelische Kirche. Sex vor der Ehe, ist es noch verboten? Nein. Warum? Ich meine, Gott wird dich nur richten. Gott kann dich töten. Du zerstörst das Leben einer jungen Frau.
die du vielleicht verführt hast? Du zerstörst dein Leben? Hast dich vielleicht verführen lassen? Du suchst nach Liebe als Frau, du bekommst keine Liebe, du bekommst nur Hass. Der Typ interessiert sich gar nicht für dich. Er wird dich nicht heiraten wollen. In den allermeisten Fällen, Überraschung. Achte auf die Stimme deiner Lehrmeister. Achte auf harte Predigten. Fürchte den Herrn. Du wirst nicht frei, indem du einfach alles mal ausprobieren willst. Dich nicht an die Regeln halten willst. Schau, was hier steht. Sprüche 5, Vers 22. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen. Und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Sünde wird dich festhalten. Du wirst festgehalten in den Stricken deiner Sünde. Bis du vielleicht nicht mehr rauskommst. Die Endgültigkeit der Unzucht ist mein letzter Punkt. Er stirbt an Zuchtlosigkeit, Vers 23, und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Die Stricke der Unzucht, die werden dich festhalten. Ich hatte es vorher angesprochen. Junge Leute, es ist wirklich ein Thema, dass sie zu buchstäblichen Huren gehen, zu Prostituierten gehen. Und lass mich dir was erzählen. Mich hat jemand angerufen, ist schon ein bisschen her, jetzt ein paar Monate. Jemand, der vielleicht mal beim Gottesdienst dabei war, als Gast, der mal vielleicht mal mit Seelengewinn gegangen ist, NIFB, hatte mich mal angerufen und gesagt, ja, danke für deine Predigt, einmal gerettet, immer gerettet, dadurch wurde er gerettet. Amen, ich freue mich. Ist dann, glaube ich, auch mal zur Kirche gekommen vielleicht, mal Seelengewinn gegangen oder so. Wurde gerettet, war NIFB, alles Mögliche, super. Fand unsere Predigten toll. Später ruft er mich dann an, einige Zeit später, und sagt, ja, Anselm, also, und ich habe ihn nicht darum gebeten, von sich aus, wollte er mir das sagen. Also, ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll, meinte er so ungefähr, ja, ich gehe halt, ich habe halt mit diesen Frauen zu tun. Er hat mir im Grunde genommen gesagt, dass er zu Prostituierten geht. Das ist, was er mir damit sagen wollte. Dieser junge Mann, der gerettet wurde, der die Wahrheit kennt, der weiß, was der Herr davon denkt, er hat von sich aus mir gesagt, dass er halt ja, zu diesen Frauen geht. Dass er Unzucht treibt, Hurerei mit buchstäblichen Prostituierten. Und ich habe ihm gesagt, natürlich, hey, du musst jetzt davon umkehren. Naja, ja, weiß ich, ja. Du musst jetzt davon umkehren. Nicht irgendwie später mal, sondern jetzt. Und ihm war völlig klar, dass er natürlich nicht mehr zur Kirche kommen kann. Dass wir natürlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Es war ihm völlig klar. Deswegen hat er mir das gesagt, damit ich einfach Bescheid weiß. Nicht, dass er mir das hätte sagen müssen von sich aus. Ich habe ihn nicht darum gebeten, ich wusste nichts davon. Er hat es von sich aus getan, okay? Und natürlich habe ich versucht, ihn ein bisschen zurechtzuweisen noch. Noch irgendwas zu tun. Aber seine Einstellung war im Grunde genommen, naja, ich melde mich jetzt ab. Und ich werde weiter in dieser Unzucht leben. Ich werde weiter Hurerei treiben. Denn er hätte sagen können, Anselm, bitte bete für mich, ich werde jetzt davon umkehren. Er hätte das sagen können. Das hat er nicht gesagt. Naja, ich weiß, ja. Und weißt du, ich bereue nicht, dass ich heute diese harte Predigt gegen Unzucht halte. Ich bereue nicht, wenn sich jemand davon irgendwie beschämt fühlt. Ich bereue das kein bisschen. Was ich bereue ist, dass ich diesen Idioten nicht härter zurechtgewiesen habe. Das ist das, was ich bereue. Du brauchst harte Zurechtweisung. Glaube ja nicht. Ach, ich werde niemals diesen Weg hinabgehen. Mir wird das niemals geschehen. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ein junger Mann, den ich persönlich kenne, mit dem ich persönlich gesprochen habe, der es mit Prostituierten zu tun hat, der in Hurerei lebt. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Denn hier ist das Ding. Wenn du Unzucht begehst, dann wirst du rausgeworfen. Dann haben wir mit dir nichts mehr zu tun. Außer du kehrst um davon.
von deiner Unzucht. Dann ist es vergeben und vergessen. Man könnte sich das Leben einfacher machen. Aber von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Schau, es gibt Leute, die treiben es so weit, dass sie nicht mehr umkehren wollen. Ihr Herz ist so schwach, sie schaffen es gar nicht mehr umzukehren. Sie haben sich so weit reingeritten in den Dreck ihrer Sünde, dass sie nicht mehr umkehren können. Komme du nicht an den Punkt, dass du nicht mehr umkehren kannst, bis Gott dich zerstört. Und wenn das deine Einstellung ist, naja, später vielleicht werde ich davon umkehren. Weißt du, was du damit sagst? Ich werde nicht davon umkehren. Das, was du damit sagst. Anderes Beispiel. Längst nicht so schlimmes Beispiel. Aber einfach, um dir das Prinzip zu verdeutlichen. Ein ehemaliger Freund mit dem ich viel über die Bibel geredet habe, dem ich viel biblische Lehre beigebracht habe. Ich habe ihm gezeigt, was die Bibel zum Thema Alkohol sagt. Und habe ihn dann irgendwann mal gefragt, naja, hey, wie steht's bei dir jetzt zum Thema Alkohol? Und er meinte so ungefähr, naja, ich will erstmal im Glauben wachsen und dann vielleicht irgendwann. Weißt du, was es bedeutet? Ich will nicht davon umkehren. Ich weiß, was die Bibel sagt, ich habe es verstanden, ich will nicht davon umkehren. Naja, Anselm, ich habe es ja, ich gehe zu diesen Frauen. Hey, du musst jetzt damit aufhören, nicht später irgendwann, jetzt. Ja, ich weiß. Übersetzung, ich werde nicht davon umkehren. Von den Stricken deiner Sünde wirst du festgehalten. Kehre jetzt um, sonst würde es für dich vielleicht sogar zu spät sein. 1. Korinther 5, Vers 9. Du denkst dir, wie krass ist das denn? Leute rauswerfen wegen Sünde aus der Gemeinde? Ja. Und das Gute sozusagen daran ist, dass er sich selbst rausgeworfen hat. Er hat sich selbst verabschiedet. Aber ja, es gibt bestimmte Sünden, für die wirst du rausgeworfen aus der Gemeinde. Und wegen dieser Sünden werden wir dann mit dir nichts mehr zu tun haben. Und wenn du irgendwie, bis du umkehrst von deinem Ehebruch, bis du umkehrst von deiner Unzucht, bis du umkehrst von deinem Betrunkensein. Du kannst rausgeworfen werden aus der Gemeinde. Und schau, wir gehen mit Ungläubigen in diesen Punkten deutlich gnädiger um. Das, was die Bibel tatsächlich lehrt. Das heißt in 1. Korinther 5, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Ach, diese Ungläubigen, oh, was sie für ein Leben leben. Das ist nicht die Einstellung, die du haben solltest. Mit Ungläubigen gehen wir in diesen Punkten gnädiger um als mit Gläubigen. Ist dir das bewusst? Aber das ist nicht, was die evangelische Kirche lehrt in Deutschland. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, Vers 11, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Was ist, wenn die Person, der Christ, den du kennst, der in Unzucht lebt, nicht davon umkehrt, wenn der irgendwie mit dir Kontakt haben will? Was machst du dann? Keinen Umgang, noch nicht mal mit ihm essen. Ablehnen, wenn er dich anruft. Kontakt blockieren, was auch immer, keine Ahnung. Oh, wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn, dass du in Unzucht lebst? Wie krass ist das denn, dass du Ehebruch begehst? Wie krass ist das denn, dass du ein Trunkenbold bist? Wie krass ist das denn, dass du den Tempel Gottes verderbst? Und wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Aber hey, wenn derjenige eines Tages zur Kirche kommt und sagt, hey, ich bin umgekehrt davon. Ich habe jetzt meine Freundin, die habe ich jetzt endlich geheiratet. Wir leben jetzt nicht mehr in Unzucht zusammen. Weißt du was? Vergeben und vergessen, kein Problem. Aber siehst du, oftmals passiert das nicht. Oftmals, was passiert ist, dass Menschen in den Stricken ihrer Sünde festgehalten werden. Ihrer Sünde. Sie haben sich dazu entschieden. Dieser junge Mann, der hat sich dazu entschieden, zu Prostituierten zu gehen. Sich Geschlechtskrankheiten einzufangen, die dich zugrunde richten werden. Schmutzig. Bäh.
Wenn du jetzt irgendwie denkst, diese Predigt ist so hart, irgendwie, hast du sogar gesagt, Anselm, dass Unzucht, dass es sogar schlimmer ist als buchstäbliche Hurerei. Nun, weißt du was, ich habe die Bibel gepredigt. Und wenn du zu anderen Schlüssen kommst, komme zu anderen Schlüssen. Mach damit, was du willst, okay? Aber das, was ich gepredigt habe hier, ist richtig. Okay, das, was ich gepredigt habe, kommt aus der Bibel. Und wenn dich das beleidigt, dann hast du eine falsche Einstellung. Schau, als ich noch nicht gerettet war, als Jugendlicher, glaubst du, dass ich da trotzdem schon irgendwie so ein super reines, eifriges Leben geführt habe? Nein, ich war nicht gerettet und ich habe das Leben eines durchschnittlichen deutschen Jugendlichen gelebt. Okay. Und nein, das ist eine Sünde, die ich nie begangen habe. Okay. Ich habe als Jungfrau geheiratet. Aber logischerweise habe ich Fehler gemacht, bevor ich gerettet wurde. Und auch als Christ machen wir natürlich noch Fehler. Okay, logisch. Und weißt du was? Ich habe aber schon einige Zeit, bevor ich gerettet wurde, Predigten von Pastor Anderson zum Beispiel gehört. Harte Predigten gegen konkrete Sünden. Und ich kann mich noch an einen Predigt ganz konkret erinnern, wo ich mir dachte, das war eine harte, gute Predigt. Ich habe diese Predigt geliebt. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ja, ich bin ein Idiot. Der Pastor gesagt hat, hey, wenn du das und das begehst, bist du ein Idiot. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe nicht irgendwie gedacht, beleidigt. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich bin ein Idiot. Ich habe diese Predigt geliebt, weil ich die Wahrheit liebe. Und du solltest das lieben, was die Bibel sagt. Du sollst die Wahrheit lieben. Gute Nacht, wenn du nicht die Wahrheit liebst. Gute Nacht, wenn du einfach so das von dir stößt, was die Bibel sagt. Wenn du dir nicht Gottesfurcht aneignen willst, dann kann es mit dir derartig bergab gehen. Und das Ziel meiner Predigt ist es, dir Gottesfurcht einzujagen. Dir vor die Augen zu halten, dass Unzucht Sünde ist. Die Sünde der Unzucht. Dir vor Augen zu halten, dass Sünde keine Liebe ist. Dass du nicht das bekommst, was du willst. Dass du es schlimmer treibst als eine buchstäbliche Hure, die zumindest noch etwas dafür bekommt. Du bekommst nichts, nur Verderben. Und dass deine Sünde, dass deine Unzucht endgültige Folgen haben kann. Die Endgültigkeit der Unzucht, dass du festgehalten wirst von den Stricken deiner Sünde, bis du nicht mehr herauskommst. Ich will dir Gottesfurcht einjagen. Denn weißt du was? Ich könnte dir was für tolle Ratschläge und Tipps geben. Was würde dir das helfen, wenn du keine Gottesfurcht hast? Was würde das helfen, wenn du nicht zitterst davor, diese Sünde zu begehen? Und bevor ich verheiratet war, habe ich mir manchmal bewusst eine Predigt gegen Unzucht zum Beispiel angehört. Und ich habe Schiss bekommen, diese Sünde zu begehen. Und das ist gut so. Deswegen habe ich diese Sünde nicht begangen. Schau, ich kann dir Tipps geben. Zum Beispiel solltest du als junger Mann, wenn du natürlich mit Lust zu kämpfen hast, logischerweise, dann solltest du vielleicht regelmäßig trainieren gehen im Fitnessstudio. Dir auf andere Art und Weise einen Kick holen. Viel Seelengewinnen gehen. Das gibt dir einen Kick. Das gibt Freude. Das lenkt dich ab. Du solltest dir nicht andauernd daran denken, ich will endlich heiraten. Es trifft wahrscheinlich hauptsächlich auf Frauen zu. Ich will endlich heiraten. Die ganze Zeit nur daran denken. Du machst dich selbst fertig damit. Ein Gedanke, der mir geholfen hat, ein Gedanke, auf den ich irgendwann gekommen bin, war, dass die Bibel sagt, dass wir wie die Engel im Himmel sein werden, dass wir im Himmel nicht heiraten, ja, um den Vers ungefähr zusammenzufassen, im Himmel werden wir nicht verheiratet sein. Ich habe mir so gedacht, okay, also wenn ich im Himmel nicht verheiratet sein werde, was ist, wenn ich nie heirate? Ja, junge Leute kommen manchmal auf diesen Gedanken, oh, ich werde nie heiraten oder so. Okay, ja, zugegeben. Aber ich habe mir gedacht, okay, weißt du was, im Himmel werde ich sowieso nicht verheiratet sein. Also weißt du was, dann kann ich auch genauso gut einfach für den Herrn alles tun, alles geben und darin Freude und Zufriedenheit finden.
Denn dieses Leben, das geht irgendwann vorbei. Dann werde ich im Himmel sein und werde sowieso nicht heiraten. Es ist alles halb so wild. Aber du kannst dir das Leben selbst schwer machen, wenn du natürlich andauernd nur daran denkst, was du nicht hast und was du haben willst. Denke daran, was du hast. Aber weißt du was? Letzten Endes, worauf laufen die meisten dieser Ratschläge hinaus? Was ist der eine Ratschlag, der dir wirklich hilft? Du musst im Geist wandeln. Denn denke daran, dass wir zum Beispiel nicht heiraten werden im Himmel. Es würde dir vielleicht helfen, nicht die ganze Zeit darauf fokussiert zu sein, dass du endlich heiraten willst. Was gut ist, was schön ist. Und hey, ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Was ist die Lösung für Unzucht? Was ist die ultimative Lösung? Die ultimative Lösung ist es, zu heiraten. Okay. Also ja, du solltest auf Dates gehen. Ja, du solltest eine Frau finden oder als Frau einen Mann finden. Dich auf ein Date einladen lassen. Du solltest das tun. Ja, das ist die ultimative Lösung. Heiraten, natürlich. Aber hier ist das Ding. Manchmal kann sich das lange hinziehen. Und deswegen sage ich dir, denke daran, dass wir dieses Leben hauptsächlich natürlich für den Herrn führen. Dass du Freude, Zufriedenheit, Erfüllung in anderen Dingen sehr wohl finden kannst. Aber letzten Endes, worauf läuft es hinauf? Du musst im Geist wandeln. Und das ist der eine Ratschlag, der dir wirklich helfen wird. Und rate mal was, wenn du im Geist wandelst, dann hast du die richtige Einstellung gegenüber der Bibel. Du fürchtest dich vor Gottes Wort. Du liebst den Herrn, willst deshalb das Richtige tun. Deswegen, ich kenne nicht deine Situation. Ich weiß nicht, was auf dich zutrifft. Ich weiß nicht, was dir persönlich helfen würde. Aber ich weiß, eine Sache, die dir persönlich helfen wird, und das ist Gottesfurcht. Im Geist zu wandeln noch. Habe Furcht vor dem Herrn. Fürchte dich davor, einfach so die Sünde der Unzucht zu begehen. Realisiere, dass Sünde keine Liebe ist. Realisiere, dass du festgehalten wirst in den Stricken deiner Sünde. Dass es endgültige, finale Folgen für dein Leben haben kann. 1. Korinther 6, Vers 18, da heißt es in der Bibel, flieht die Unzucht. Fliehe die Unzucht. Fürchte dich davor, dass du es auf keinen Fall begehen willst, weil du nicht so enden willst. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Vater im Himmel, für die harten Warnungen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass diese Warnung in viele junge Herzen trifft, Herr, dass sie nicht diese Sünde begehen, dass sie nicht gegen dich sündigen, Herr, dass sie nicht einfach dich verkleinachten, dich nicht fürchten, dich nicht lieben und einfach so ihrem Fleisch nachlaufen, Herr, bitte hilf, dass die jungen Menschen, die diese Predigt hören, dass sie rein bleiben, Herr, dass sie sich reinhalten, dass sie die Unzucht fliehen, Herr, dass sie im Geist wandeln, dass sie Erfüllung in dir suchen. Und Herr, ich bitte dich, hilf den jungen Menschen, die unbedingt heiraten wollen, die nicht verheiratet sind. Hilf ihnen, eine gute Frau zu finden, einen guten Mann zu finden. Herr, danke dafür, dass du uns eine super Lösung gegeben hast, dass es einen Rahmen gibt, Herr, dafür, die Ehe. Bitte, Herr, hilf jedem, der diese Predigt hört, eine gute Frau zu finden, einen guten Mann zu finden und in deinen Wegen zu wandeln, Herr. Und wenn wir nach deinem Reich trachten, nach deiner Gerechtigkeit, Herr, du wirst uns alles hinzufügen, Herr. Ich danke dir für dieses Versprechen, Vater. Herr, ich danke dir für die Warnung aus deinem Wort. Bitte hilf jedem, das demütig anzunehmen. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.